Ich persönlich denke, dass auch jede Frau eine Inspiration ist für außenstehende Bewerberinnen, zu sehen, was Frauen in der IT alles auch leisten können. Ich bin Saima Jansani. Ich bin seit 4 Jahren bei der Helabas und beschäftigt in der Gruppeneinheit Release und Testmanagement. Angefangen habe ich als Fachinformatikerin für die Anwendungsentwicklung noch parallel zu meinem Studium. Meine erste Einheit war Data Warehouse. Das ist die Gruppe, die im Prinzip für den kompletten Datenhaushalt der Bank zuständig ist. Man wurde gut aufgenommen, auch aufgefangen als Neuling. Das Besondere an der IT ist ja gerade, dass sie in jedem Prozess beteiligt ist. Das heißt, sei es vom internationalen Zahlungsverkehr, von den Kundenportalen bis hin zu den internen Personalangelegenheiten, die Personalsoftware, IT ist eigentlich überall. Ich bin ja in der Gruppe Release und Testmanagement, die hauptsächlich eigentlich aus Release-Managern und Testmanagern besteht. Ich unterstütze in beiden Bereichen, mache aber größtenteils Budgetsteuerung, unterstütze die Gruppenleitung. Also das Besondere ja an meiner Aufgabe ist, dass wir bankweit eingesetzt werden. Und das andere ist auch unsere, jetzt speziell unsere Gruppendynamik, einfach die Mitarbeiter, die Kollegen, das ist was ganz Besonderes. Da passt einfach die Chemie. Also ich finde, ich hatte ganz viele Highlights. Angefangen natürlich von meinem Studium, das ich auch während der Ausbildung abgeschlossen habe. Dann die Ausbildung natürlich selbst, der Einsatz in die neue Gruppe, der Aufbau, die neuen Kollegen, also ganz viel. Und auch in den letzten 2 Jahren während der Pandemie die Modernisierung der Bank, die Modernisierung der IT. Und was ich auch ganz besonders fand, der Umzug in das neue Gebäude in Helaba Campus. Wir haben hier ein großes Atrium, das natürlich viel Licht bietet. Wir haben hier Großraumbüros mit Free-Sitting-Möglichkeiten, eine Top-Ausstattung. Die Helaba einfach als Konzern ist natürlich super breit aufgefächert. Also wir haben unterschiedlichste Bereiche, Abteilungen und auch als Mitarbeiter hat man natürlich damit die Chance, einfach sich weiterzuentwickeln, auch mal in andere Bereiche zu schauen. Ich hatte die große Ehre, JAV-Vorsitzende zu sein, also für die Jugend- und Auszubildendenvertretung, für die Azubis ansprechbar zu sein. Anschließend nach meiner Ausbildung wurde ich dankenswerterweise zu einem Personalratsmitglied gewählt. Das gibt mir natürlich die Chance, in der menschlichen Seite eines Unternehmens aktiv zu sein. Das heißt, für die Mitarbeiter ansprechbar zu sein, nah an den Themen zu sein, wie zum Beispiel New Work oder die Gestaltung von Büroarbeitsräumen, also angefangen von allem, was eigentlich den Menschen täglich in seiner Arbeit begleitet. Wenn ich einen Wert ganz besonders hervorheben darf, dann ist es Verlässlichkeit. Angefangen mit einem gesunden Maß an Vorsicht. Das hat sich vor allem auch hier in der Pandemie gezeigt, dass wir Mitarbeiter einfach das Gefühl der Sicherheit hatten, ja, wir können uns auf die Bank als Gesamtes verlassen. Wir sind ja mitten der digitalen Transformation und die Bank ist ja heutzutage einfach nicht nur eine Bank. Wir bieten eine komplexe IT-Infrastruktur. Wenn wir als Landesbank da vielleicht sogar die Bankenwelt verändern können, das wäre natürlich super, als ein Teil der IT, also ein Teil von diesem großen Prozess zu sein, das ist natürlich eine große Chance. Wenn du neugierig geworden bist, dann besuch uns doch mal auf der Karriereseite. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung.